Ja, dann wird's ja, Alter, dann frieren wir ja ein, ey. Okay. Handschuhe angezogen, macht euch warm. Jawohl, spielt euch ein bisschen ein, nicht, dass euch kalt wird und dann zeigt, was ihr heute drauf habt. Wir wollen wieder einen Sieg haben. Kein Unentschieden mehr, die Phase ist jetzt vorbei. Wir wollen unseren Zuschauern auch wieder zeigen, dass wir gut Fußball spielen können, dass da vorne nicht so eine Scheiße entsteht. Ja, und dann wollen wir wieder Tore schießen. Hier haben wir Noah zum Beispiel. Und da läuft Jochen. Alter, der verpasst immer den Ball. Ach Mann, ist ein bisschen schade. Ja, nicht nur ein bisschen. Oh, Tim. Boah, das sieht aus wie eine Langshot-Chance. Oh, boah, manchmal erschrecke ich mich da aber doch noch ein bisschen, wenn der Ball dann noch auf dem Boden rumflutscht, weil es eben so nass ist. Nils B. Fast mit dem Kopfballtor. Ah, da müsst ihr schon ein bisschen entgegenkommen. Genau, Leon. Marvin. Nils. Marius. Okay, Tim. Zieh rein, genau. Und zieh ab, Junge, du kannst das! Du kannst aber nur daneben schießen. Was ist denn momentan mit dem los, dass der nur daneben schießt? Der kann das doch. Der hat einen guten Abschlusswert. Und hol ihn dir daneben. Ja, gut. Ist ja schön, dass ihr ein bisschen Druck macht, aber da hier, oh ja, hier ist alles frei. Konsolenschwein kommt aber hinterher. Gewinnt uns sogar noch den Ball wieder. Wunderbar. Auf den ist Verlass. Oh, das dürft ihr aber nicht so leicht nehmen. Leute. Das dürft ihr nicht so leicht nehmen. So, Noah. Und sieht da jetzt den Nils. Komm, schieß ihn rein, Junge. Jawohl, da ist es. 1-0 für den TSV Heimaterde durch Nils. Wunderbar, dass der wieder trifft. Das sieht immer besser für den aus. Da hat er sich angebietet. Da, die 6 in der Mitte. Nimmt den Ball super mit, wird nicht angegriffen, muss ihn nur noch reinschieben und der Torwart ist chancenlos. Denn der Kerl ist, der ist giftig. Giftig ist er. Giftig ist auch die Körperkraft von Chris. Da sollte sich eigentlich jemand anbieten, genauso Dennis. Du kannst jetzt mal abziehen und er macht natürlich das Tor. 2-0 für den TSV Heimaterde gegen Sparta Praha. Ist übrigens die erste Partie zwischen den beiden. Ich bin irgendwie ein bisschen laut, scheiße. Ich habe nur drauf gewartet, bis sich Dennis anbietet. Beziehungsweise Chris hat drauf gewartet, bis sich Dennis anbietet. Und boah, er haut das Ding, der macht das Netz fast kaputt mit seiner Schusskraft. Okay, 2-0. Endlich. Oh, schon wieder Ball wieder gewonnen. Zieh nochmal. Ah. Ich muss mehr Knuckleballs probieren. So, er passt wieder. Dennis holt sich den wieder. Und kann eigentlich mit dem Ball intergehen. Ja gut, er kann ihn wegschießen, ja schön. Ja gut, da muss er sich jetzt nicht so hart freuen, aber manchmal ist er so ein Arsch. ja gut, da sage ich jetzt mal nichts zu. Bereichsereignis hinterm Tor. Ach so, cool. Punkte für den Jubel bekommen. Der ist neu. Oh. Ey, Leute, nicht so leicht nehmen. Ich muss den dann weghauen. So, Leon. Was hat rutschig heute? Nee, dahin sollte der nicht. Dennis. Oh. Jawohl. Hey, ja, klar, faul. Eindeutig ein Foul. Oh, guck mal, Ein-Mann-Mauer mit Chris. Ne, Quatsch. Nils ist das, oder Dennis? Ja, Nils.
So, noch knapp 5 Minuten. Er sieht Dennis nochmal. Fantastisch, fantastisch. Übersteiger Reins. Scheiße. Oh. Dranbleiben. Dranbleiben. Genau so, Junge. Das ist Einsatz. Und das, was Tim zeigt. Oh, Alter. Ja, niemand formatiert sich neu. Das ist PES 16, liebe Freunde. Alle bleiben nur stehen. Und man braucht 3 Mann, um sich den Ball wieder zu holen. Und das war's. Halbzeit im Naturstadion Heimaterde. Bei minus 40 Grad. Und Regen. 3 zu 0. 66% Ballbesitz. 7 Schüsse, 5 aufs Tor. 3 Tore dabei entstanden. 94% Pässe. Die erfolgreichen. Ja, sind gute Statistiken. Ich lasse jetzt aber mal wieder. Ich lasse jetzt mal wieder Thilo spielen. Und Flo. Und Manu für Tim. Und weiter geht's. Die zweite Halbzeit beginnt. Und Dennis ist auch wieder mit dabei und bereit zu zeigen, was er drauf hat. Mit klasse Pässen. Boah, bekommt er wieder. Junge, Junge, Junge. Und da ist der Hattrick. Bruh. Boah, war das. Das war doch mal ein Passspiel hier. Da machst du nichts gegen. Zack. Er schießt nicht mal platziert. Oder der Schuss war nicht mal platziert, aber der ist einfach nur ins Netz geknallt und man hat gesehen, so langsam verliert der Torwart auch, der Torwart bei den Gegnern auch die Nerven. Jetzt nochmal auf Dennis. Huch. Oh oh. Jawohl, Marius. Manchmal kann man die Gegner nur. Oh, Junge, 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 Junge. Manchmal kann man die nur mit Grätschen stoppen. Oh. Alter, war das eine geile Grätsche. Das war eine super Grätsche, ey. Oh, oh, Nils, dranbleiben. Komm schon, jetzt macht ihr nochmal gutes Passspiel. Dennis, genau, da unten der Thilo. Vielleicht nochmal ein Pass in die Mitte auf. Nein! Zieh mal ab, Noah. Manchmal. Also, ich habe echt noch die Hoffnung, dass der reingeht. Wir wollen einen Rechtsfuß haben. Das war Thilo. Und da ist Leon, der macht da nix. Chris. Hol ihn dir wieder, genau. Das war zu leicht, Leute. Dennis. Jawohl, erstmal auf die Fresse gelegt. Oh, Nils. Zieh ab, Junge, mach doch auch noch einen. Chris zieht auch nochmal ab, aber genau auf den Mann. Probier mal einen Knuckleball. Ja. Junge, 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 kämpfen wir heute. Das war schon wieder ein Rabona-Pass. Ach, scheiße, Leute. Ach, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist fußballerisch voll scheiße. Also wie wir jetzt einfach nur noch probieren, Tore zu erzwingen, irgendwie mit irgendwelchen Schüssen aufs Tor. Also die Leute, die schönen Fußball sehen wollen, die dürfen sich nicht den TSV Heimaterde geben. Na, also wir wollen eben schöne Tore sehen, ne, in dieser Reihe.
Und die kommen auch noch. Die kamen schon und die kommen auch nochmal. Da kommen noch tausende schöne Tore. Chris macht mit. Flo. Und Dennis bekommt den Ball durch. Oh. Hey! Kein Elfer. Hä? Nochmal. Flanke. Thilo macht da nichts. Chris, Direktabnahme. Wow. Das würde ich aber... Ey, das würde ich ja nochmal sehen. Das war ja mit dem schwachen rechten Fuß offenbar. Und genau auf den Mann. Ja, was denn sonst? Leo nochmal mit der Kopfballchance. Oh, Dennis. Ganz ruhig. So, 90. Minute erreicht. Alter, wie wir alle nur noch hinterher rennen. Wie kann es denn sein, dass der so unfassbar schnell ist? Leute, das ist nur halbes Verteidigen, was ihr da zeigt. So, komm schon. Vielleicht nochmal. Jawohl, der kommt nochmal durch. Komm schon, das ist dein zweiter. Das ist dein zweiter. Und somit, meine Damen und Herren, ist es ein 5:0. Zwei Treffer von Nils. Jetzt ist auch Ende. Ende ist jetzt. Jetzt ist Ende, Ende. Und wir haben gezeigt, dass wir wieder da sind. Jawohl, Leute, jawohl.